eine historisch in die Weimarer Republik zurückreichende Verbindung zwischen dem Deutschen Hygienemuseum und der Stadt Düsseldorf. Bekanntlich fand die größte Gesundheitsausstellung der Weimarer Republik mit über 7 Millionen Besucherinnen, die GESOLEI, Gesundheitsvorsorge, soziale Fürsorge und Leibesertüchtigung 1926 in Düsseldorf statt. Und die wissenschaftliche Leiterin, wissenschaftliche Direktorin dieser Ausstellung war Dr. Martha Frenkel, die von 1929 an dann die wissenschaftliche Leiterin des Deutschen Hygienemuseums war und hier 1930 die zweite internationale Hygieneausstellung vorbereitet hat, die wiederum gleichzeitig mit der Eröffnung dieses Museums in eins fiel. Und auch der Architekt unseres Museums und der Chefarchitekt der GESOLEI waren ein und dieselbe Person, nämlich der Architekt Wilhelm Kreis. Während allerdings Martha Frenkel 1933 vom Museum entlassen wurde, weil sie Jüdin war und zunächst über Brüssel dann nach Amerika emigrieren musste, hat bekanntlich Wilhelm Kreis auch unter Adolf Hitler noch Karriere gemacht und war auch einer der renommiertesten Architekten in Nazi-Deutschland. So viel zu der Verbindung von Geschichte und Gegenwart, die sich allein über den Veranstaltungsort ergibt. Weitere Verbindungen werden Thema der Reihe sein. Vermutlich ist noch nie so heftig über Erinnerungskultur, Geschichtspolitik gesprochen worden wie in diesen Tagen, in diesen Tagen vor dem Hintergrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Vermutlich ist oder selten war ein historischer Gedenktag wie der 8. Mai vor 2 Tagen oder der 9. Mai in Russland als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus politisch so aufgeladen wie in diesem Jahr. Und all das zeigt uns, dass, jeder weiß es, Geschichte mehr ist als nur die Summe vergangener Ereignisse, sondern ein hoch umkämpftes Feld. Und das Bewusstsein dafür zu schärfen und aus dem Blick in die Geschichte auch Analysekategorien und ein Verständnis für die Gegenwart zu entwickeln, das ist der Anspruch der heute beginnenden Veranstaltungsreihe. Ich möchte mich bei Heiner Fangerau, bei Dagmar Ellerbrock ganz herzlich bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld der Veranstaltung. Bei Ihnen, liebe Frau Anja Johansen, dass Sie den weiten Weg von Schottland, vom Norden des Vereinigten Königreiches, von Dundee hier nach Dresden gefunden haben. Und wünsche Ihnen einen interessanten und einen einsichtsvollen Abend. Und wenn Sie möchten, und darüber würden wir uns sehr freuen, können Sie uns nach der Veranstaltung über die Evaluationskarten, die Sie bekommen haben beim Eintritt, eine Rückmeldung geben, wie Ihnen der Abend gefallen hat. Das benutzen wir, um gegebenenfalls es noch besser zu machen und um uns auf Ihre Wünsche noch besser einzustellen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, liebe Frau Ilmer. Wir sind sehr gerne heute Abend hier. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und wir haben diesen Ort und dieses Museum natürlich nicht zufällig gewählt, sondern zum einen blicken wir auf eine lange Tradition in unterschiedlichen Forschungsprojekten produktiver Zusammenarbeit zurück. Zum anderen aber stellen Körperlichkeit, Krankheit, Gesundheit die Basis vieler historischer Fragen da, die wir im Folgenden, nicht nur heute, sondern auch an folgenden Terminen diskutieren wollen. Das ist zum einen in Relation zu Kriminalität zu sehen, aber auch in Relation zu vielen anderen Fragen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute hier sein können. Ich würde Ihnen gerne jetzt noch in wenigen Sätzen das Konzept dieser Reihe vorstellen, denn diese Reihe ist quasi ein Pandemiekind, ein Covid-Kind. Wir waren als Historiker, als Intellektuelle, als Wissenschaftler, wie vielleicht viele von Ihnen, angestrengt und genervt von diesem wissenschaftlichen Diskurs, der sich immer weiter verengt hat in den letzten Jahren. Es gab sehr viel weniger plurale, bunte, vielfältige Stimmen, als wir uns das gewünscht haben. Und wir haben vor allem historische Expertise vermisst. Wir waren, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, ziemlich genervt darüber, in jeder deutschen Tageszeitung wie ein Mantra wiederholt zu lesen, dass alles ganz neu sei, dass alles noch nie da gewesen sei und dass man deshalb so überfordert sei, weil es eine so unvergleichbare Situation sei. Als Historiker
und Historikerinnen sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, wenn jemand sagt, alles ganz neu gab es noch nie. Wir haben meistens viele Situationen, die zumindest von der Konstellation her vergleichbar sind. Und wir sind der festen Überzeugung, dass ein Blick in die Geschichte viele kluge Fragen und manche kluge Modelle offerieren kann. Das heißt, ein Impetus dieser Reihe ist, den Diskurs wieder pluraler zu gestalten, historische Interventionen mit ihnen gemeinsam entwickeln zu können, in die Öffentlichkeit zu bringen, mit ihnen gemeinsam Themen unterschiedlicher Couleur vor historischen Denkmodellen diskutieren zu können. Und deshalb haben wir diese Reihe, dieses Gesprächsformat entwickelt. Und wir haben zweitens uns entschieden, ein etwas anderes Format zu entwickeln, als das gemeinhin üblich ist. Denn wir würden gerne unsere Gesprächspartner nicht von ihren Produkten und von ihren Büchern und Aufsätzen her mit ihnen ins Gespräch bringen, sondern wir würden gerne die Persönlichkeit, die Person hinter den Büchern vorstellen und mit ihnen gemeinsam quasi durch die Biografie unserer Gäste laufen und verstehen, warum interessiert sich denn jemand überhaupt für Geschichte, wie ist er oder sie zu ihren Fragen gekommen, wie ist er oder sie zu ihren Modellen gekommen, denn das erklärt viel besser, als wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, warum jemand zu einem Experten, einer Expertin für irgendetwas geworden ist. Und damit komme ich auf den zweiten Aspekt, der uns sehr wichtig ist. Das Hygienemuseum startet in den nächsten Tagen eine große und, wenn man die Materialien, die man schon lesen kann, sich anschaut, eine unglaublich vielversprechende Ausstellung zu Fake News und Verschwörungstheorien. Und wir würden gerne erklären, wie man eine Expertin, ein Experte wird. Wie viel Lebenszeit, wie viel Schweiß, wie viel Energie, wie viel Interesse es braucht, um eine Expertin zu werden. Es braucht mehr als 3 Tweets, die man absetzt, um ein Experte zu werden. Und wir glauben, dass wir damit auch die aktuelle Debatte um Fake News etwas bereichern können. Und unser dritter Punkt ist eben zu fragen, was hat Geschichte mit all dem zu tun? Wir haben das unter den Titel gesetzt, What's History All About? Und wenn Sie sich wundern, warum wir einen englischen Titel gewählt haben, dann ist die Antwort sehr einfach. Wir glauben, dass man nicht nur aus einer lokalen oder rein deutschen Perspektive die Dinge erklären kann, sondern dass man größere Räume, größere Kontexte in den Blick nehmen muss. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Anja Johansen, eine internationale Expertin, heute hier zu Gast haben. Und sie hat mich im Vorfeld gebeten, dass ich sage, dass sie überwiegend Deutsch sprechen wird. Ihr Deutsch ist exzellent, aber manchmal vielleicht ein bisschen ins Englische wechseln wird. Das gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen unser Hörverstehen zu trainieren. Heiner Fangerau und ich werden übersetzen, wenn das notwendig ist. Also wir werden eventuell etwas bilingual wechseln und wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Jetzt käme eigentlich ja die Vorstellung unseres Gastes, aber diese Vorstellung machen wir im Gespräch, indem wir, wie versprochen, mit Ihnen gemeinsam an der Biografie entlanglaufen und am Ende gerne gemeinsam Raum auch für Fragen aus dem Publikum und für Diskussion mit Ihnen haben. Und damit übergebe ich an den Düsseldorfer Kollegen. Ja, Frau Johansen, da sind wir mitten in der Geschichte, nämlich ein gutes Gespräch bei einer Party beginnt ja, wenn man jemanden nicht kennt, mit der Frage, wo kommst du her? Und schon hat man die ganze Geschichte oder es klingt unheimlich viel Geschichte mit. Bei Ihnen frage ich mich das besonders. Sie kommen von der University of Dundee. Sprechen hervorragend Deutsch. Wir haben schon vorher gesprochen. Frau Johansen durfte ja noch gar nichts sagen. Glauben Sie mir, sie spricht Deutsch. Und Sie haben einen eher skandinavischen Namen. Da hätte ich jetzt schon 3 Geschichten zu erzählen. Aber was hat es damit auf sich? Ja, also ich komme aus Dänemark. Ich bin in Kopenhagen geboren, aber ich habe das Glück gehabt, meine Doktorstudium in Florenz, in die Hochschulinstitut, die Europäische Hochschulinstitut in Florenz zu machen.
und also in diese ganz internationale Institution mehrere Jahre zu arbeiten. Und ja, ich habe eine Stellung in Schottland bekommen, weil da gab es ein Job für einen Historiker in europäische Geschichte. So, also ich konnte in Hongkong oder Shanghai oder irgendwo in der Welt hingehen, nur nicht Dänemark. Das ist ein gutes Stichwort, Job in der Geschichte. Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, Geschichte zu studieren? War das vor Florenz natürlich, aber was hat Florenz damit zu tun? Oder da haben Sie alte Sprachen gemacht? Wie kommen Sie zur Geschichte? Also ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wenn ich nicht von der Vergangenheit fasziniert war. Also für mich war das immer ein Ausgangspunkt. Ich habe immer in Zeitperspektiven gedacht. Aber auch als ich Geschichte und französische Studien in Kopenhagen studiert habe, habe ich auch immer so Vergleiche gemacht, immer als auf mehrere parallele Entwicklungen nachgedacht. Also warum löst man ein Problem in ein Land in diese Weise und warum in einem anderen Land nimmt man einen anderen Weg, andere Lösungen oder dieselben Lösungen. Das hat mich wirklich sehr fasziniert. Das heißt, wenn ich nochmal diesen Bogen aufnehme, du hast gesagt, du kommst aus Dänemark, ein sehr eher kleines Land. Ich weiß, es ist geografisch groß, glaube ich, das zweitgrößte Land der Welt, weil man Grönland mit dazu rechnet. Aber Grönland ist Grönland und Dänemark ist Dänemark. Genau. Also im europäischen Konzert ist es ein kleines Land. Mhm. Und gleichzeitig aber, um dieses Bewusstsein zu haben, man löst Probleme anders, muss man ja woanders hinschauen. Mhm. Und um woanders hinschauen zu können, muss man die Kultur verstehen, die Sprache verstehen. Wie war das bei dir? Ja, jetzt muss ich Englisch sprechen. Tut mir leid. You're very welcome to do that. When I was finishing my Abitur, one day I was thinking, oh, you know, Danes are so rational. We're doing everything in such a rational way. Why are the French so irrational? Why are they always doing things in such a backwards, awkward way? Why can't they be rational like the Danes? And then I thought, well, perhaps, Anya, there's something you don't understand. Perhaps it's just, it seems irrational because you don't know anything about how logic is established in a French context. So I was very humbled and I started studying French to inform myself. So that was sort of the beginning, the realization that as Danes, like many societies, we have a tendency to self-congratulate and always think that we are worldmeisters of everything. and rationally, we also know that, of course, we are not world champions of anything, really. So it sort of began with that realization that I actually knew very little about the world outside Denmark and I had to. So, insofern war es die Neugier auf eine andere Kultur, die du nicht verstanden hast, die du vor allem emotional nicht verstanden hast. Also ja, als Emotionshistorikerin würde ich sagen, ein anderes emotionales Regime.
und viel Selbstreflexion darüber, dass deine Sicht durch einen eigene Selbstdefinition als rational bestimmt ist. Eigentlich beste Voraussetzung, eine selbstreflexive Historikerin zu werden, die eigene Vorannahmen immer wieder hinterfragt. Du warst dann Au-pair in Paris und was ist denn mit deinen Vorannahmen über den französischen irrationalen Nationalcharakter geworden? Ja, da habe ich natürlich entdeckt, dass ich nichts wusste. Es war... Also alle meine kulturellen Referenzen, sie hatten überhaupt keine Relevanz in Paris, weil die Leute hatten keine Idee von dänischer Literatur oder Kultur. Und es war, als ob ich wie ein Dreijähriger war und musste alles wieder entdecken. Und das war natürlich schwierig, aber auch interessant. Man soll nicht ein großes Ego haben, wenn man sich mit 19 auf diese dreijährige Ebene stellt, freiwillig. Das heißt, man könnte sagen, deine Forschung, die du später ja zur französischen Sozialgeschichte betrieben hast, sind quasi Satteln auf diesem in vielen Jahren gewachsenen Verständnis einer französischen Gesellschaft. Ja, das hat natürlich viele Jahre gedauert. Ich kann im Kleinen, was Sie sagen, super nachvollziehen. Ich bin Norddeutscher und lebe jetzt im Rheinland. Und hatte die gleiche Idee, warum sind die da so anders als bei uns? Zum Beispiel Nähe, Distanz wird ganz anders beschrieben. Warum haben Sie dann gesagt, ich brauche einen historischen Zugang? Sie hätten doch auch, also was hat Sie an der Geschichte besonders fasziniert, zum Beispiel im Vergleich zur Anthropologie, Soziologie oder Ethnologie? Warum sind Sie genau in diesen geschichtswissenschaftlichen Zugang hinein? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe nie überlegt, Anthropologie oder Soziologie zu studieren. Für mich war es immer zum Ausgangspunkt eine Reflexion über Zeit. Und ich fühle mich immer sehr wohl in der Vergangenheit. Ich weiß nicht warum, also diese Perspektive von zeitlicher Entwicklung hat mich immer fasziniert und ich habe eigentlich nicht überlegt, nicht Geschichte zu studieren. Als Sie dann Geschichte studiert haben, gab es dort, wenn Sie jetzt den Menschen hier etwas empfehlen wollen würden, was man unbedingt lesen muss, wenn man die Art von Begeisterung für Geschichte behalten will, die Sie damals hatten. Was ist das? Gibt es da irgendwelche Bücher, die Sie besonders fasziniert haben? Es gibt so viele. Im Moment, ich habe gerade gelesen, ein Buch von David Graeber und David. Ja, das Namen habe ich im Moment vergessen, aber es ist von 2021, wo David Graeber, der Anthropologe ist, mit einem Archäologe zusammengesetzt hat. Und sie haben dieses Buch geschrieben, wo sie die Vorgeschichte, die sehr frühe männliche Geschichte völlig nachgedenkt haben, weil sie wussten als Anthropologe und Archäologe, dass seit die 30 Jahren hat man so viel entdeckt, archäologisch und auch mit der DNA-Technologie, dass die klassische Erklärung von menschlicher
Entwicklung von Jäger und Sammlern und dann werden wir Bauern und dann kommt die Zivilisation und dann kommen wir. Das funktioniert nicht. Auch wenn wir über die Gegenwart reflektiert, dann war es eigentlich wirklich relevant, über diese sehr, sehr frühe Geschichte nachzudenken, um unsere Vorurteile herauszufordern. Mhm. Und also im Moment ist das wirklich ein Buch, das ich empfehlen kann, weil es uns herausfordert, unsere Groß-Universal-Geschichte über die Menschlichkeit nachzudenken und verändern. Ja, jetzt habe ich mich in einen Satz verwirrt, die von denen ich nicht rauskommen kann. Ich glaube, der Satz stimmt. Das ist alles wunderbar. Also ich glaube, die Faszination, die Sie für Geschichte insgesamt haben, haben Sie jetzt durch diese Lektüre noch mal ganz besonders deutlich gemacht, finde ich. Mit diese Großnarrative sind ja manchmal, ich springe jetzt etwas, eigentlich kommt jetzt Ihre Doktorarbeit dran, aber das Thema der Großgeschichte lockt mich dazu. Hier findet ja eine Ausstellung statt, am 14. wird sie eröffnet mit zum Thema Fake News. Und viele dieser Großgeschichten scheint es mir manchmal schwanken so zwischen ihrer Konstruktion und Dekonstruktion. Und man fragt sich immer, sind es Fake News? Jetzt sind sie denen, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich da gleich auf die Wikinger komme. Aber ist diese Wikinger-Geschichte so eine von diesen, an die man noch mal ran muss? Also die Konstruktion der Wikinger auf der einen Seite und vielleicht die Dekonstruktion in eine andere Geschichte auf der anderen Seite? Und ist das nicht auch was Faszinierendes? I think I'd better speak English here. Oh yes. Obviously I'm not a specialist on Viking history, and at the same time it's something I do know something about, at least. I know how little we know, and I think it's part of really thinking about history, is that I know what I don't know, but the things I can go and ask someone who I know is an expert on Vikings. But I also know what we don't know collectively, because you cannot know. There's so many things about Vikings that we cannot know. And what I observe in the way people are projecting Vikings is that at one level, there's a very historically correct interpretation of what we know and what we don't know. Then there is a kind of popular culture idea of Vikings. They are sexy. There's this television series where Loki and Thor are traveling through the world, and Loki is surprisingly sexy. He otherwise has a very bad reputation, but he has become very sexy. And it's fun, but it's a fantasy. And then there is the third use of Vikings that always, one of the reasons why I'm always concerned or worried or always think about what's the agenda here, because very often people with far-right agendas
take over Viking tropes and Viking symbols and use them for their own purposes. Because Viking culture is a deeply unpleasant, violent, thuggish elite culture, warrior culture. They were nasty people, really, and thoroughly unreliable. You could have an agreement with someone 1 week and kill the same person the following week. It's a deeply, deeply unpleasant culture. And it sort of opens itself, it lends itself very easily to quite unpleasant ideologies. Yeah. Even where a lot of the things that are put into the Viking culture are inventions of the 20th and 21st century. So I'm sort of... I get the point, yeah. Frau Johansen macht ja da gerade wunderbar, ich übersetze ganz kurz, nur für alle Fälle, fürs Internet, sehr deutlich, dass es mindestens drei Gebräuche von Geschichte gibt an diesem Beispiel. Einmal eine historische, kleine Rekonstruktion von Raum und Zeit und was passiert ist, wie man es interpretieren, beschreiben kann. Dann einen Nutzen in der Popkultur, weil es eine gute Story ist, History. Und das Dritte, ein Nutzen für einen anderen Zweck, einen politischen Zweck, den Geschichtsschreibung ja auch verfolgen kann. Und das hat Frau Johansen gerade mit dem Beispiel geschildert. Jetzt sind wir habe ich so von der Doktorarbeit abgelenkt. Es tut mir leid. Wir sind ja an einem spannenden Punkt. Also du hast ja erzählt, Anja, dass offensichtlich dich ein bisschen das Bemühen treibt, Vorurteile zu hinterfragen, Geschichten zu hinterfragen. Und das, was dich an der Archäologie, an dem Buch fasziniert hat, was du gerade beschrieben hast, dass man neue Quellen findet, neue Evidenz und eine neue Geschichte erzählen kann. Und das ist eine kritische Geschichtswissenschaft, die wir in der Bundesrepublik seit den 60er, 70er Jahren haben, die sich ja sehr unterscheidet von früheren Jahrhunderten, wo Geschichte eine Legitimationswissenschaft war. Und dann hast du jetzt noch mal am Beispiel der Wikinger erzählt, History sells, man kann mit Geschichte Geld verdienen. Aber diese Legitimation für politische Kontexte sehen wir natürlich auch heute wieder ganz stark. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist eine Kraft, die dich treibt, Aufklärung zu betreiben, Geschichtswissenschaft als Aufklärungswissenschaft. Und dafür sind Quellen ganz wichtig. Und wo ist da die Verbindung zu deinen Forschungsschwerpunkten, wenn du uns die, wenn du da mal erzählst, wie du von den Quellen zu dem gekommen bist, was du dann eigentlich gemacht hast? Du bist beschäftigst dich mit Kriminologie, du beschäftigst dich mit Streikgeschichte, mit Polizeigeschichte, also alles faszinierende Dinge. Und wie hängt dieser Aufklärungsimpetus damit zusammen? Ich bin eigentlich in Militärsoziologie angefangen mit der Doktorarbeit, als Studentin war ich Mitglied von Amnesty International und ich habe alle diese furchtbaren Rapporte gelesen, was die Leute in damals Südamerika gemacht hatten. Und ich dachte also, what makes a person do these things? If we presume that the proportion of psychopaths in Brazil or Argentina is a bit the same as in any other population, I presume that this whole system cannot just exist because people like inflicting pain on others. And that made me think about the importance of a military career
as an opportunity for social mobility, upwards social mobility, for people who came without much educational background, who could join the army and make a career, which might imply that you need to do nasty things. Either because if you don't do nasty things, you might lose your job, or if you do nasty things, you might get promotion. And that whole reflection of how you could use the army for social mobility somehow preoccupied me so much that when I was doing, when I was preparing my doctor Arbeit, then I began to think about how could the Prussian army and the French army provide opportunities for young men without much education for a career and social mobility. So that was what got me into military sociology in the first place. It then developed into another project, but the starting point was really trying to understand social mobility in two very different political regimes. So it was a matter of regime and social culture, and then what the options were for young men to progress. Also du hattest einen aktuellen Kontext, für den du historische Modelle, Analogien, Fragestellungen gesucht hast, und wir alle können uns viele aktuelle Kontexte vorstellen, die wir mit historischen Perspektiven bereichern könnten. Inwiefern war für diesen Kontext diese vergleichende Perspektive für dich hilfreich? Also welchen Gewinn hat man, wenn man jetzt aus europäischer Perspektive unterschiedliche Länder vergleicht? Es reicht doch, über Preußen ein bisschen was zu wissen oder über Sachsen. Warum muss man sich noch Italien oder Frankreich oder Dänemark angucken? Damals sprach ich Französisch und Deutsch, und darum habe ich Deutschland und Frankreich vergleicht. Und ich war auch faszinierend von die Unterschied zwischen Preußen und der Deutsche Kaiserreich als so ein besonderer konservative, elitäre, politische Regime und dann die gegenwärtige Dritte Französische Republik, die sich als sehr modern und sehr demokratisch ansah. Aber wenn man tief vergleicht, dann sieht man, dass die Französische Republik vielleicht nicht so modern und demokratisch war als sein Image und sein Selbstimage, und dass die Deutsche Kaiserreich eigentlich viel moderner war als sein Ruf. Mhm. Und das fand ich wirklich faszinierend, besonders weil, also das war in den 90er Jahren, und die Sonderwegthese war so, ja, auf dem Weg aus. Aber ich konnte viel entdecken, wo ich nachweisen konnte, dass fundamentale Ideen von die Sonderwegthese also im Vergleich mit Frankreich überhaupt nicht funktionierte. Das finde ich total faszinierend als Medizinhistoriker. Wir in der Medizingeschichte gibt es den interessanten Nexus zur Politik, zum Militär und zur Polizei. Nicht nur in Johann Franks medizinischer Polizei, dem großen Werk, sondern eigentlich immer, wenn es um Hygiene geht, gibt es diesen Nexus. Mhm. Da haben wir immer so scherzhaft den Satz
wenn es um Hygiene geht, die Deutschen wurden gekocht und die Franzosen pasteurisiert. Und das setzt ja genau auf dieser Idee von unterschiedlichen Staaten. Ja. Wenn Sie jetzt Ihren Blick auf die verschiedenen Polizei- und Militärsysteme legen, würden Sie dann raten, über das Kochen und Pasteurisieren nochmal nachzudenken? Oder ist das zu weit weg? Also ich weiß nicht, wie die Analogie von Kochen oder Pasteurisieren hier funktioniert. Was ich entdeckt habe, war, dass die Franzosen haben militärische Truppen gegen Streiks und Demonstrationen sehr, sehr häufig gebracht. Und die Deutsche Kaiserreich und Preußen mit seinem Ruf von Militarismus haben eigentlich der Heer sehr wenig gebraucht. Und das konnte ich also quantitativ nachweisen. Und dann vermutet man natürlich, also Repression, jedes Mal, wenn wir militärische Truppen mobilisieren, dann ist es Repression, dann ist es Gewalt. Aber das war eigentlich nicht der Fall, weil die Logik, die französische Logik hinter die Mobilisierung von militärischen Truppen war eigentlich, dass die Truppen sollten nichts tun, sie sollten nur da als eine Mauer stehen, um die streikende Arbeiter zu verhindern, sich gewisse Gebäude oder Eingänge zum Fabriken sich zu nähen. So, sie haben die militärischen Truppen immer wieder mobilisiert, um Gewalt zu verhindern. Weil wenn sie nur ein paar Polizisten und ein paar Gendarmen hätte, dann werden die Polizisten und Gendarmen überfordert und dann müssten sie unbedingt Gewalt brauchen. Also es ist so eine vielleicht nicht eine Abschreckungsphilosophie letztendlich. Ja, Abschreckung wenn man so eine menschliche Mauer hat mit overwhelming, über in der Überzahl ist. In der Überzahl von Soldaten Vergleich mit die streikenden Arbeitern hatte, da konnte man, hoffte man, dass man Gewalt verminden konnte. Und es ist eigentlich, ja, wir können ja nicht wissen, wie viel Gewalt, wie viel Gewalt wäre, wenn we can't test whether there would have been more violence if there had been just police and gendarmes in France. But the number of people killed were actually relatively low compared to the number of soldiers mobilized again and again and again and again. It was, they used the troops so often that, for instance, in 1904, in just the little area that I was looking at, the industrial area of Nord-Pas-de-Calais, there was not one single day when military troops were not mobilized somewhere in that industrial area. Military troops were called out on a massive scale, but the rationale was to avoid violence. Das war zumindest die offizielle Propaganda.
Jetzt könnte man ja zumindest als Gewaltforscherin überlegen, ich würde wahrscheinlich einwenden, in dem Moment, wo die Möglichkeit zur Gewalt besteht, wo ich die Soldaten habe, besteht natürlich auch immer die Chance, dass ich diese Option ziehe. Jetzt sagst du, wir haben keine Kontrollgruppe, wir können das Kontrafaktische nicht kontrollieren. Das ist in der Geschichte ein methodisches Problem. Wir können nur das untersuchen, was passiert ist und nicht sagen, macht's doch noch mal anders, damit wir wissen, wie wir das Argument bauen können. Die Frage, die sich anschließt als methodische Frage und damit auch als quellenkritische Frage, wäre doch an der Stelle, wie gehen wir mit den Zahlen um? Und insgesamt, wie gehst du mit den Quellen um? Also wie prüfst du Glaubwürdigkeit von Quellen? Und wer sagt uns heute, dass all die Opfer, die in der Statistik sich unschick machten, nicht schön waren, dass man die vielleicht nicht so gründlich gezählt hat. Also wie gehst du gerade in einem Untersuchungsfeld, das ja stark von Machtstrukturen durchzogen ist, mit Quellenkritik und mit vielleicht nicht ganz zuverlässigen Daten und Zahlen um? Also das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und ich hatte den Glück, sehr, sehr gute Quellen für Frankreich zu haben, also für dieses Gebiet, die Industriegebiet von Nord-Pas-de-Calais. Was offensichtlich passiert war in 1914, wenn die deutsche Truppen durch Belgien sich näht und hat man die ganze Dokumentsammlung von der oberste Armeekommandeur in Lille irgendwo versteckt. Ich weiß nicht wo, aber versteckt alles, absolut alles. Und dann ist der Erste Weltkrieg passiert, also, und man hat davon vergessen. Und in die 60er Jahren hat man also diese riesig große Menge von Dokumente gefunden. Und also alles von die Stiefeln angeht bis zum Mobilisationspläne. Und das war nur, weil ich hatte alle diese interne Dokumentation, die für alle anderen Militärgebiete in Frankreich vernichtet waren, weil man hat gedacht, das war nicht interessant. Und darum konnte ich folgen, die interne Kommunikation zwischen der Militär, der oberste Militärbefehlhaber und der Präfekt und wie sie. Also politisch waren sie Gegner, aber sie hassten die Sozialisten mehr, als sie hassten einander. Mhm. Und darum haben sie Zusammenarbeit gemacht. In Preußen war es anders. Also ich habe Westfalen besonders studiert und in Münster gab es natürlich der Oberpräsident und der Regierungspräsident und dann gab es der Armeekorpskommandant. Sie waren in der rechten und linken Flügel von der Münster Schloss. Sie kannten sich sehr gut. Sie gehen zum dieselben Gesellschaften, dieselben Mittagessen und hat sehr wohl voneinander in ihrer Erinnerung gesprochen. Aber sie haben nie Zusammenarbeit, nie kommuniziert. Und alle ihre Kommunikationen gingen via Berlin. Und also diese, wie sagt man,
Compartmentalism hat wirklich die Verwaltung charakterisiert und die Zivilverwaltung hat versucht, mit ihrer eigenen Polizeitruppen, die zivile Polizei, alle Situationen herauszukommen, ohne der Heer da, wie sagt man, einzubeziehen. Weil sie wussten, dass im Moment, wo der Armeekommandant einbezogen war, da verlierten sie alle Kontrolle. Und das wollten sie nicht. Und so, es gab so eine Berührungsangst von die Militär- und die Zivilbehörden, die in Frankreich nicht gab, weil der Präfekt, er wusste, dass, also er konnte militärische Truppen einziehen und er konnte sie zu Hause schicken. War kein Problem. Jetzt haben Sie uns toll geschildert, dass Sie eine Begeisterung hatten für Geschichte und den historischen Vergleich. Sie hatten eine Fragestellung und ein echtes Interesse und dann diesen faszinierenden Quellenfund, der doppelt ist und so. Also würde ich jetzt am liebsten stundenlang mit Ihnen weiterreden, diese Trennung Zivil und Polizei. Die meisten Ärzte übrigens wollen eigentlich gar nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Die Polizei will immer historisch mit den Ärzten zusammenarbeiten, aber egal. Jetzt hatten Sie also Begeisterung, Fragestellung, Quelle. Jetzt frage ich mich bei diesem Fund, wenn Sie das so schildern mit Lill, jetzt sind hier bestimmt auch angehende Historikerinnen und Historiker, war das Glück? War das Systematik? Wie kommt man als Historikerin an so eine Fülle tollen Materials, das man ausgewertet hat, jetzt wie Sie? Natürlich ist das irgendwo auch Händchen, klar, aber... Ich denke in diesem Fall, es war Glück. Okay. Also die ursprüngliche Fragestellung von dieser Militärsoziologie, das war zusammengefallen nach 3 Monaten. Ich konnte es nicht machen. Ich habe vergessen, warum, aber ich konnte nicht das als Doktorarbeit verfolgen. Und meine Doktorväter haben gesagt, also gehen Sie zum Archiv und sehen, was Sie finden. Und dann habe ich also diese fantastische Quelle gefunden in die Archiv von Versailles. Und so war ich glücklich, dass ich ähnliche Dokumente auf die preußische Seite gefunden habe. Das heißt, man würde mit meiner Großmutter sagen, das Glück ist mit dem Tüchtigen und mit der Tüchtigen. Also man braucht eine bestimmte Strategie, um Quellen zu finden. Und dann findet man irgendwann Bestände, aus denen man ein tolles Buch, eine tolle Frage entwickeln kann. Und wenn man das beziehen würde auf heute, dann haben wir viele Fragen und viele politische Positionen, wo wir als Historikerinnen wahrscheinlich sagen würden, also die Evidenz ist dann noch nicht wirklich überzeugend und das, was ich hier in der Zeitung als Quelle oder als Quelle zitiert kriege, da fehlen mir, wenn ich es historisch quellenkritisch betrachte, eigentlich die und die und die und die Dimensionen. Ja. Du hast dann nach dem Militär dich ja mit Polizeigeschichte sehr intensiv beschäftigt, hast jetzt ein tolles Projekt, das sich mit Beschwerden befasst. Was kann man aus der Polizeigeschichte für heutige Fragestellungen lernen und wie funktioniert überhaupt Polizeigeschichte? Ich denke, man kann Polizeigeschichte von zwei Positionen ansehen. Es gibt so die institutionelle Perspektive, wo man sich für die Institution interessiert und die institutionelle Logik und Quellen als Ausgangspunkt nehmen. Mein Zugang war
immer von so einer, von der Perspektive von Bürgerrechte und zivile Freiheiten. So mein Ausgangspunkt mit diesem Projekt war, also wenn jemanden behauptet, dass ein Polizist ihn einen Schlag im Gesicht gemacht hat, welchen Unterschied macht es, ob diese Behauptung ist in Frankreich oder in Deutschland oder in Großbritannien gemacht? Und welchen Unterschied macht es? Oh, also da wird es kompliziert, natürlich. Aber ich mag gerne ganz einfache Fragen und dann sehen, wie funktioniert es in verschiedene politische und gesellschaftliche Systeme. Mhm. Das finde ich faszinierend, weil dann kann ich so unter diese offizielle Rhetorik gehen und sehen, obwohl die britische Polizei zum Beispiel immer behauptet, die beste Polizei vom Welt zu sein. Also wie funktioniert es eigentlich, wenn zum Beispiel ich als Bürger eine Beschwerde mache über Gewalttätigkeiten oder was anderes? In dieser Situation ist die britische Polizei eigentlich liberaler, öffner, transparenter, more accountable als die deutsche Polizei oder die französische Polizei. Und dann wird es für mich wirklich interessant, mhm, weil dann plötzlich sind die Unterschiede nicht so groß, mhm, wie die offizielle britische Polizeirhetorik eigentlich es wünscht. Werden Sie auch eingeladen von der inneren Revision, wenn es sowas gibt, bei der einen oder anderen Polizei, nein, vor Polizistinnen und Polizisten zu sprechen? Und wie gehen die mit ihrer Forschung um? Finden die das delegitimierend oder finden die das gut, wenn jemand ihre Institution beforscht? Also ich könnte mir nur vorstellen, dass manchmal so eine Institution ja lieber Historikerinnen und Historiker nur Festschriften erstellen lässt, ja, aber gar nicht so unter die Haut die Menschen lässt. Es ist schwierig. Also wenn ich als Historiker arbeite, ist das kein Problem. Die sind alle tot und also sie können nicht eine Meinung über meine Forschung haben. Aber mit meiner Arbeit im Gegenwart, da muss ich wirklich aufpassen und ich bin ja Teil von ein Team von Polizeiforschern und ich versuche nicht kontroversielle Fragen direkt zu stellen. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen mir und meinen Kollegen, die mehr institutionell Polizeiforschung machen. Also sie ich bin vermutlich die Person, die kontroversielle Fragen stellen möchte und dann muss man sehen, wie weit kann ich gehen, um die Polizei nicht, wie sagt man, how far can I go in order not to get on the wrong side of the police? Because mm-hmm, I need that information. So it's a balance act. It's a difficult one, but since I've got colleagues who are much more
embedded with the police, they can do some of the difficult work. Vielen Dank, ja. Was ja im Prinzip der Ritterschlag ist, wenn man von den Institutionen, die man beforscht, nicht mit offenen Armen eingeladen wird, weil man dann die kritischen Punkte gefunden hat. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt diskutieren, von dem ich weiß, dass er im Museum vor einiger Zeit diskutiert wurde, und zwar die Frage Augenzeugenschaft. Augenzeugenschaft, die ja auch in deiner Forschung relevant ist. Im Museum wurde es diskutiert im Kontext der Nachbarschaftsausstellung, also Augenzeugen sein für nationalsozialistische Verbrechen. Aber Augenzeugenschaft als Konzept ist ja auch in der Polizeigeschichte wichtig. Wie geht die Polizei als Institution und wie gehst du als Historikerin mit vermeintlichen Augenzeugen um? Das ist eine sehr große Frage. Wie du weißt, ich bin ein bisschen besonders interessiert von welchen... I'm interested in knowing what difference the current availability of audio visual recording equipment and the internet, how that has shifted the balance of power between police and the public. Because it used to be that police was very much in control of the evidence. And if two police officers testified that this bottle is blue, then this bottle is blue. No matter how much I might say it isn't blue. And that control that police used to have over the official story, the official reality of what had happened in an encounter in the street, they have lost because of the mobile phone. And that change interests me endlessly. So I'm looking at cases in the past where you had this situation of a police version that was incompatible with what the victim and other witnesses said, and how that is working today when we actually have video recording. Sometimes we have both video recording from the police and from independent witnesses or from the person who claimed to be a victim. Researchers, we have only started scratching the surface of that problem. Was super spannend ist, weil es ja unsere aktuelle Diskussion, dass Social Media den Diskurs polarisieren, die Demokratie schwächen, nochmal in ein ganz anderes Licht stellen und technologische Innovationen als Machtbalance und Machtkorrektur ins Spiel bringen. Wir haben noch ganz viele Fragen. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren, aber Sie sehen an beiden Seiten des Saals zwei Mikrofone und Sie sind sehr herzlich willkommen, wenn Sie mögen, sich in das Gespräch einzuschalten mit Ihren Fragen. Dann stellen Sie sich einfach ans Mikrofon. Wir behalten Sie im Blick und wenn Sie noch ein bisschen überlegen mögen, dann können wir noch ein bisschen weitersprechen. Ich bleibe mal bei dem Beweis, weil ich das sehr spannend finde. Hat sich auch die Rolle von Expertinnen und Experten historisch verändert durch das Aufkommen neuer Techniken, neuer Beweisfindungstechniken, Konservierungstechniken, medizinische Forensik und jetzt eben die Öffentlichkeit als Beweisträger? Oder haben Expertinnen und Experten bei der Polizei im 19., 18., 20. Jahrhundert eine relativ stabile Funktion? Sehr gute Frage. Ich denke, in der Gegenwart gibt es ja natürlich eine sehr starke Anti-Experte
Kultur, also wenn ich deine Expertise nicht akzeptieren will, dann sage ich ganz einfach, also das akzeptiere ich nicht, du weißt nicht mehr als ich. Also ich weiß, dass du mehr als ich weißt in viele Gebiete, aber die automatische Autorität, die Experten hatte vor der 60er Jahren, also das hat sich natürlich verändert. Und ich denke, es gibt da auch eine Klassedimension. Also nur weil man männlich und middle class und gebildet ist, dann das ist das heißt nicht automatisch, dass eine andere Person diese Expertise akzeptiert. Waren die eben angesprochenen zwei Polizisten im 19. Jahrhundert am Ende auch stärker als ein Experte? Und war das eine erste Transformation? Oder war in diesem Polizeibereich schon, ja, eigentlich im 19. Jahrhundert eine Expertenrolle vorgesehen? Sorry, I have to turn to English again. I don't think that we can talk about police as being recognized as experts in the 19th century. They were basically working class people who were employed, and if they got on the wrong side of important people or of their employer, they would be out the door. They were actually in a very weak position. They could beat up people in the street, but they shouldn't get in conflict with experts from within the criminal justice system. That was not a good idea. So in terms of expertise, the middle class educated man who was speaking on behalf of the criminal justice system would always win the argument. However, what I find fascinating in Berlin when looking at complaints from members of the public, from citizens, in the 1890s up to the First World War, is that you often see encounters between the Schutzmann representing the state, and he holds his authority for being the representative of the state towards any member of the public. And sometimes he gets into arguments with ein Staatsanwalt, not someone who's actually speaking on behalf of the state at that point, but an independent lawyer or someone who's clearly of a higher class. And the Beschwerdeführer, who's of a higher class, makes his point about this underclassy Schutzmann who should not boss him around. And the Schutzmann says, well, you know, I am representing the state, so I don't care how much you are of a higher class, because I hold the authority. And then you see several times they end up in a discussion about who has the higher military position, because the Schutzmann doesn't care whether the lawyer is an educated man, but he does care whether he's a reserve officer
which of course he often is. Mm-hmm. So they end up using their military rank in their social positioning of who has the upper hand. Mm-hmm. And that's fascinating. Was auch bedeutet, dass der Expertenstatus natürlich stark gegendert ist, weil es sind immer nur männliche Experten. Und das ist eine Traditionslinie, die wir bis in die Covid-Jahre nachverfolgen konnten, als wir ganz lange gebraucht haben, um überhaupt erstmal weibliche Experten zu hören. Ich sehe aber eine Frage. Johannes Schütz hatte sich gemeldet. Wenn Sie mögen, können Sie gerne kurz sagen, wer Sie sind. Müssen Sie aber nicht, können Sie aber gerne. Ja, guten Tag. Mein Name ist Johannes Schütz und ich bin Mitarbeiter an der Technischen Universität bei der Neueren und Neuesten Geschichte. Und zuerst will ich sagen, das Format funktioniert. Mich hat das sofort angeregt, selber darüber nachzudenken, wie ich zur Geschichte gekommen bin. Und ich habe mich dann mit skandinavischer Geschichte beschäftigt. Das heißt, meine Bewegung ging nicht von Norden nach Süden, sondern von Süden nach Norden. Und ich habe in Bergen in Odense studiert. Aber das will ich gar nicht ausführen, sondern eigentlich finde ich daran interessant, dass es irgendwie auch eine räumliche Distanzierung braucht. Also es ist nicht nur die kritische Reflexion, sondern auch ein Fortbewegen des Historikers oder der Historikerin. Und ich habe mich gefragt, oder vielleicht ist es auch eine Frage an Sie, inwiefern das damit zusammenhängt, dass eben die pompöse, euphorische Nationalgeschichte doch noch nicht eine Sache von gestern ist, sondern dass wir sie doch immer wieder erleben, also nicht nur oder vor allen Dingen ja außerhalb des akademischen Feldes und vielleicht auch in anderen Staaten, wie wir jetzt in Russland ja sehen, da wird die Geschichte wieder offensiv zur nationalistischen Propaganda eingesetzt. Aber wie reagiert dann die akademische, kritische Wissenschaft darauf, die selbstreflexiv und dadurch aber auch kompliziert ist, dass es außerhalb dieser doch einfachen Geschichtserzählung gibt? Wie reagiert sie darauf, anders als dann doch irgendwie wegzugehen, wie es ja doch viele Forschende machen? Ja. Also das ist eine sehr wichtige Frage Also wenn ich eine kleine Kontribution gemacht habe durch meine Forschung, um diese nationale Narrative untergraben, dann bin ich stolz. Also ich mag die Nationalnarrative nicht, im Prinzip, weil sie manchmal politische Tagesordnungen unterstützen, die also das something that doesn't help us understanding the past and it doesn't help us in the present. One of the developments in Nordic history that I would really like to see is that we stop writing Danish history in isolation makes no sense. It makes no sense to write Danish history in isolation from Swedish history or Norwegian history or even the entire Baltic region. The problem is, when I was at Copenhagen University in the 1980s, there was a lot of talk about writing Baltic history. It never really materialized because it would require that people had access to so many different languages in order to make an overall synthesis about the long-term development of this region. But that would actually be interesting rather than an endless narrative about the Danish state or the Swedish state. Ich würde den Gedanken gerne noch mal aufgreifen. Johannes, du hast gesagt, dass man muss weggehen von der Nationalgeschichte. Man könnte natürlich auch sagen, man geht hin
zu neuen Fragestellungen. Und du hast ganz am Anfang gesagt, Anja, das Europäische Hochschulinstitut in Florenz war ein wichtiger Ort für dich, vielleicht nochmal für alle, ein Forschungsort, der von der EU seit dem Zweiten Weltkrieg finanziert wird und Doktoranden unterschiedlicher europäischer Nationen zusammenführt. Wenn du uns darüber noch mal etwas erzählst, was wichtige Orte oder wichtige Institutionen waren und was man daraus vielleicht auch für eine kluge Aufstellung von Forschung lernen kann. Also die Europäische Hochschulinstitut war interessant als eine als Doktorand. Nicht nur, weil Doktoranden von der ganzen Europa und auch also von der USA und Japan und China da kamen und es gab diese ständige Austausch von Erfahrungen und Methoden und Perspektive. Aber auch, weil die Historiker waren da mit politischen Wissenschaftlern, Soziologen, Ökonomen, Juristen. Und darum hatte man auch so eine größere sozialwissenschaftliche Dimension. Und das habe ich endlich faszinierend gefunden, als diese Interdisziplinarität. Das war, also wenn man wirklich sich darin engagiert, dann ist es sehr reich für einen Historiker mit all diese Perspektive in Austausch zu sein. Das heißt, Interdisziplinarität ist wichtig. Das war einer unserer Gründe, zu intervenieren, weil wir das Gefühl hatten, der Diskurs läuft auf verschiedene Mainstream-Disziplinen zu. Und eine nationale europäische oder auch über die europäische Gemeinschaft, eine akademische Weltgemeinschaft hinausgreifende Institution. Wenn die gute Fee zu dir käme und sagen würde, ich schenke dir 25 Euro Forschungsmillionen, was würdest du damit tun? Und ich habe weiter die Mikros. Das habe ich nie überlegt. Wer fragen mag, traue sich gerne. Das hab ich nie überlegt. Das muss ich wirklich nachdenken, was ich mit so viel Geld machen kann. Wahrscheinlich ist es weniger, als es scheint, wenn man es mal umrechnet in Laufzeiten und Projekte. Aber was würdest du, ist ja egal, welche Zahl und wie viele Nullen wir hinschreiben, wo würdest du, wenn du Entscheidungskompetenz hast, sagen, das würde ich gerne auf den Weg bringen, das könnten zukünftige Historikerinnen, Generationen, das könnte sie bereichern? Oh, ich möchte gerne eine große Anzahl von jüngeren Forschern anstellen und besonders weit über die westliche Welt gehen. Ich möchte gern wissen, was in China passiert und Indonesien und Uganda. Also alle diese Forschern, die einen Zugang haben und wir können über Polizeiarbeit arbeiten, aber auch über andere Themen, aber mit einer viel breitere Perspektive, als wir heute brauchen. I think we are still stuck in a Western perspective that we have so internalized that we often don't really think about it. And I want to know much more about what the last
100, 200 years have been, what the experience have been in many other parts of the world, in policing, mm-hmm. but certainly also in many other respects, and get away from our Western-centered perspectives. I'm so tired of Western-centered perspectives, but I'm stuck in it because. Das ist ein faszinierendes Großprojekt, wenn man bedenkt, dass es jetzt mal so konkret wird. Alle reden von globaler Geschichte und wir wollen globale Geschichte. Und ich glaube, mit der Polizei als Ordnungspolitik, als Ordnungseinheit kann man, Ordnung ist natürlich auch ein westlicher Begriff, aber mit diesem Zugang hätte man mit so einem riesigen Großprojekt ja tatsächlich eine ganz konkrete globale Geschichte. Ich finde das spannend. Ich gucke jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Ja, wir haben vielleicht auch noch zwei oder drei. Und da haben wir jemanden. Ihr müsst zum Bus. Ich habe Zeit. Genau. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Sabine Künzel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am SFB zur Invektivität hier an der TU Dresden. Und ich wollte noch mal nachfragen zu dem Thema des Politischen und der Geschichte. Also Sie hatten ja schon angesprochen, dass es eine Form der Nutzung oder Ausnutzung von Geschichte sein kann, dass sie vor politische Ziele missbraucht oder gebraucht werden kann. Aber aus den Ausführungen zu Ihrer Biografie habe ich jetzt herausgehört, dass Sie ja durchaus auch selbst politisch aktiv waren oder vielleicht auch sind. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, inwieweit Ihre aktuelle Forschung zur Polizeigeschichte oder auch zur heutigen Machtposition der Polizei, es ist ja auch ein durchaus sehr politisches Thema oder kann in verschiedene politische Richtungen ausgelegt werden. Da würde mich einfach interessieren, wie Sie das selbst handhaben, ob Sie da versuchen, das Politische von der Forschung zu trennen oder ob Sie ganz bewusst auch aus Ihrem eigenen politischen Verständnis heraus die Fragestellungen generieren. Danke. Das ist wirklich eine interessante Frage. Von meiner gegenwärtigen Forschung muss ich meine politischen Ideen ein bisschen zur Seite stellen, weil es kommt an, um dieses Projekt durchzumachen und ich brauche die Information. Aber wenn ich als Historiker arbeite, dann kann ich mehr offen sein mit meinem persönlichen Zugang. Aber natürlich soll ich keine historische Propaganda schreiben. Also ich muss ja ehrlich sein und schreiben, was ich finde. Aber die ursprüngliche Fragestellung, ja, das kommt natürlich von einer besonderen politische Interesse aber ich finde, ich habe mehr Raum, wenn ich als Historiker arbeite, als wenn ich über die Gegenwart arbeite. Da muss man viel mehr, viel diplomatischer sein. Ich weiß nicht, ob das. Da würde ich gerne nachhaken. Ich kenne es aus anderen Bereichen der Geschichtsschreibung. Mit Blick auf die Quellen, auch wenn sie noch so alt sind, überfällt einen manchmal so eine Form heiliger Zorn. Mhm. Also wirklich ein heiliger Zorn, blöder Begriff, aber man wird so wütend. Mhm. Und wie schaffen Sie es, gerade bei Polizeigewalt kann ich mir vorstellen, oder schon der Begriff ist natürlich schwierig, aber wenn Sie es mit Gewalt zu tun haben, kann ich mir vorstellen, dass Sie sowas auch erleben. Wie gehen Sie damit um? Wie schaffen Sie es, dass das nicht in Ihrem Text steht, dass Ihr Text eben nicht eine wütende Anklage ist, sondern eine historische Arbeit? Ja, also
Ich bin nicht ein Temperament, die so mit Zorn wirkt. Aber ich fühle manchmal, dass meine sarkastische Seite auskommt. Und besonders wenn ich über die britische Polizei schreibe im 19. Jahrhundert, weil es ist so diese Heldengeschichte von the best police in the world. Und diese Narrative von the best police in the world ist relevant für den Diskurs heute. Was der preußische Schutzmannschaft im 19. Jahrhundert gemacht hat, hat keine Relevanz für heute. Und darum bin ich nicht so aufgeregt. Ich notiere, dass manchmal waren sie in Dilemmas, die wir vielleicht nicht so sehr, Entschuldigung, das muss ich auf Englisch sagen. What I often notice when looking at the Schutzmannschaft is that these individual Schutzmänner found themselves in very awkward, difficult situations where they had to negotiate very difficult situations. Their way of responding might not have been particularly laudable, but I'm not getting angry with them. Mm-hmm. What I'm often focusing on are the ingenious ways in which people with very little social capital stood up against the Schutzmann. I like that. When a group of poor female flower sellers at Schönefeld Straßenbahn have been told by the new Schutzmann that they are not allowed to sell their flowers outside the station, and they complain, and they keep complaining. They're poor. They have absolutely no Beschwerdemacht. They have no social capital, but my God, can they complain on write letters on cheap paper with bad orthography and no spelling, no grammar, but my God, they complain. Rather than getting upset about the Schutzmann, I focus on these people who just continue. And they may lose, they often do, but they stand on their right, and I quite like that. Get it. Ich meine, das ist ja, würde ich sagen, auch eines der Quellen oder der Faszination von Geschichte, vor allem wenn man auf die Mikroebene kommt, dass man plötzlich merkt, wie es atmet und wie es sich bewegt und relativ nah dran kommt. Und also ich kenne den heiligen Zorn auch nicht. Ich bin eher dann fasziniert zu sehen, wie es sich bewegt, wie es funktioniert. Und der heilige Zorn, den hätte ich nur, wenn es aktuelle Themen wären. Und da hätte ich jetzt gern nochmal den Bogen zu einer der Abschlussfragen. Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Warum soll man sich heute mit Polizeigeschichte beschäftigen? Also wenn du Empfehlungen geben solltest, warum sollen die Menschen, die heute Abend gekommen sind, Lebenszeit dafür aufwenden, Bücher über Polizeigeschichte zu lesen? Weil
Because law enforcement is one of the cornerstones of the relationship between citizens and government. Obviously, in modern the 21st century, there are a lot of different services that are frontline and where the citizens meet the authorities. In the 19th century, there's mainly the police. They are the front line. The police is, I think, one of the most crucial institutions, for better or for worse, for the exercise of power. And the way in which a regime or individual governments allow the police to operate reveals so much about the deeper power structures and the deeper willingness to push through your particular policies, no matter how much some people are going to suffer. So it's a kind of barometer for what different regimes are willing and able to do in order to get their way. Überzeugt mich sehr, ist eine Kontaktstelle und ist quasi eine Linse, die nochmal vergrößert, wie eine Gesellschaft funktioniert. Wenn man eine Gesellschaft verstehen will, ist Polizei offensichtlich ein wichtiger Zugang. Und mit Vergleich und mit erzählt Vergleich es auch, was sehr, sehr wichtig ist über verschiedene politische Kulturen. Ja. Ich bin auch überzeugt, Polizei als Schnittstelle zu verschiedensten wir Bereichen. Wir lesen jetzt alle Polizeigeschichte morgen. Liebe Anja Johansen, wir danken dir sehr, dass du zu uns nach Dresden gekommen bist. Wir danken Ihnen, dass Sie heute Abend Lebenszeit für die Polizeigeschichte und die Geschichtswissenschaft an sich mit uns verbracht haben. Und Frau Immer hat schon gesagt, all das, was Sie an Lob und Kritik äußern können, mögen, können Sie auf die Zettel schreiben. Und Sie dürfen natürlich auch gerne Wünsche äußern, wen wir in Zukunft einladen sollen. Wir haben schon eine geheime Einladungsliste, aber sind gerne bereit, die zu erweitern. Und wenn das Museum uns weiter beherbergen mag, dann sehen wir uns an dem einen oder anderen Datum wieder. Und wir haben, Heiner, vielleicht magst du das noch erzählen, genau, die nächsten zwei Daten. Also die offene Einladungsliste, die schon offen liegt, geht weiter in Düsseldorf im Haus der Universität. Wir beginnen dort mit Alfons Labisch, ein Sozialhistoriker, ehemals auch Rektor der Uni Düsseldorf, und danach kommt Eva Schlothäuber, die Vorsitzende des Verbands der deutschen Historikerinnen und Historiker, zu uns. Auch da geht es wieder um die Frage, was ist Geschichte, was bringt Geschichte, was sagt sie uns heute, wo sind Schlüsselstellen wie die Polizeigeschichte. Und wir beide hatten uns eigentlich etwas überlegt, auch uneigentlich. Eigentlich ist so das schwierige Wort zwischen Realität und Gewünschten. Aber wir haben es uns echt überlegt. Denken Sie doch an das Gespräch heute mit Frau Johansen und überlegen Sie sich, welche Frage konnten Sie Frau Johansen nicht stellen, die Sie jetzt aber vielleicht einem der nächsten Gäste stellen möchten. Und damit, Frau Johansen, auch von mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin total fasziniert und danke für die Einladung. Finde es toll, was Sie uns hier erzählen konnten zu Ihrer Arbeit. Ja, vielen Dank. Kommen Sie gut heim.